Der Josefiau Übervorsteg erstrahlt im neuen Glanz. Die letzten Schrauben werden angezogen, alles wird nochmal geputzt. Dann ist er sogar wieder zweispurig, zu Fuß oder mit dem Rad passierbar. Über 1 Million Euro kostete die Sanierung, die insgesamt 6 Monate dauerte. Der Steg ist schon 30 Jahre alt und war in einem sehr schlechten Zustand. Die Fassaden sind beidseitig mit aufwendigen Graffitis verziert. Somit sind alle Überfuhrstege an der Salzach im tadellosen Zustand.